Okay, wenn ihr 3, 2, 1, langsam reinkommt. Wir waren noch nicht in der Stadt. Das Fahren ist ganz schön anders, ne? Ja. Und wir fahren nicht. Das ist unmöglich. Nee. Ja, das geht, das sieht man dann bei jedem. Ich wollte gerade sagen, ich brauche mal Fotoschläge. Kann ich mir abschließen. Ja, Alter, dann auf jeden Fall. Cool, dass der geht, wenn wir uns erst. Ich muss doch nur also das Rückteil, diese IQ 180, kostet im Geschäft 45.000 Euro. Mit Pommes. Und auch dich. Kriegen wir 2 Tage für den Schaff. Catering? Wer ruft denn, wer ist denn Orga? Also ich will keine Drecksjahrprodukte. Ich will Rewe feine Welt, sonst rufe ich Herrn Kaffaus an. Das ist der Chef Rewe weltweit. Also du brauchst keine Models, du brauchst eine Serviste. Nee, ich brauche halt ich habe dir das per Mail geschickt, ich mache halt so ein Fahrradding. Ich weiß, das habe ich. Und dann müssen die halt nur schwarz-weiß im Gesicht geschminkt werden. Also brauchst du Modelle oder brauchst du eine Serviste? So eine Modelagentur kriegt halt Geld dafür, dass sie Models verleihen. So. Oder verkaufen. Ich brauche 2. Männlich, weiblich? Männlich. Wie alt? Also es kann auch ruhig älter sein. Älter. Transporte? Muss das irgendwie, müssen wir auch irgendwie ein Kombi, also am besten ein riesen Kombi oder schon fast so ein Mercedes-Lieferwagen. Also schön wäre, wenn sich da nochmal PR-Orga nochmal um Morg kümmert. Morg, ja, was ob die kostet das, da irgendwie 100 Euro, glaube ich. Die sollen machen, es ja nicht bezahlen. Die sollen es ja sponsern. Ja gut, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass sie sagen, okay, machen wir, aber dann. Ja gut, wenn nicht, dann muss das dann. Dann zeig ich mal, wie man Lenkerschloss knackt. Ja. So ein bisschen mehr Zeit gegenlegt, also dass es hinter den Köpfen so flimmern ist, wie Auto. Meinst du, die kriegen das hin, dass die nicht fahren, sondern dass das so aussieht, fahren? Wenn die langsam fahren. Oder gar nicht fahren. Gar nicht fahren, im Stehen. Ja. Willst du denn auch einen in den Fokus nehmen, nach vorne, und den Rest so in die Unschärfe ziehen? Erstmal, ja, aber da kannst du erstmal nicht.
nichts. Okay, wir machen das ja noch 8 Stunden, dann habt ihr den richtigen Blick drauf. So, nee, jetzt aber nochmal, was müssen wir genau, also was war jetzt, Wir müssen einfach enger zusammen. So, und Gott am Gott fahren. Da, ja, bin ich mit ihm gefahren, aber ihr wart zusammen. Ja, nein. Ihr drei seid zusammengefahren und ihr drei seid zusammengefahren, aber ihr müsst alle noch zusammenkommen. Ich ging ja nochmal weiter hinten, dann sieht man sich ja gar nicht. Wenn einer von euch... Ich dachte mal, wir machen Fotos, so ein Hörspiel hier. Wenn einer von euch, also wenn ihr andersrum versetzt wart, wisst ihr, wie ich meine? Ja, das V, das aufgeht, dass du in das V reinguckst. Ja, oder was? Ja, dann fahr du mal vor und komm mal zurück. Ich würde nicht in die Kamera schauen. Nee, das hat er gerade gesagt. Auf die Kamera zu fahren. Aber es geht ja jetzt erstmal nur um, wie wir fahren sollen. Also fahrt mal so in so einem offenen, also in einem V. Ich glaube, das ist das Beste, ne? So und so, oder? Eng zusammen. Enger zusammen, enger zusammen, enger zusammen. Fehlst du hier, ne? Nee, ich kann nicht. Also, okay, wenn wir jetzt von hier anfangen würden, ich bin bestimmt wieder ein Scheiße getreten. Das gehört dazu. 1, 2, 3, 4. Nein. Langsam. Achtung, hier kommt Glocke. Langsam. Ist nicht ein bisschen zu hell? In dem Sinn, also das machen wir über die Belichtungszeit oder sonst irgendwas. Gehen wir einmal durch. Oh, Kack, Drecksteil. Was denn da? Ja, macht das mal da fest. Ja, macht so was Peinliches musst du doch jetzt nicht filmen. Zwei Idioten schlagen sich mit so einem Lichtnäger hier rum. Oh, das darf man auch im Fernsehen nicht sagen. Weiß ich nicht. Mal gucken. Mach den jetzt hier mal auf Halt. Meeting! Müssen wir in den Windschatten gehen, an die Rampe? Da ist Windschatten. Komm, wir gehen mal in den Windschatten. Das sind erstmal so die ersten Plakat. Was soll das überhaupt, Nachtgestalten heißen? Ich bin für Nachtgestalten. Wer ist für Nachtgestalten? Was steht denn noch zur Auswahl? Das ist jetzt einmal nur, um die Größe zu sehen, wegen der Schriftgröße und so. Das ist auch jetzt halt... Nee, nicht als gefaltete, sondern... Du meinst, ich weiß nie, oder? Das ist, weil der Drucker nicht ran was druckt. Das ist jetzt nur einmal, also um zu gucken. So das ist der Entwurf, das ist jetzt nur, um die Größe mal zu gucken. Genau. Schriftgröße und... Das ist dann A? 1. 1. Die kriegen wir auch bezahlt, die Plakate? Oder? Muss ich gucken. Also ich hoffe mal, dass wir eine coole Druckerei finden, die wir dann damit draufgeben. Weil die anderen drucken auch mal irgendwo. Ja. Also, das ist, wenn wir das dem Dekan vorstellen und der sagt, jo, das ist okay, entscheidet der auch direkt, ob wir dann einen Zuschuss bekommen. Aha. Ich finde die Idee ganz gut, dass irgendwie typo, illustratorisch, klasse, also ohne. So, weil sonst müssen wir jetzt alle Fotos nehmen. So, also ich würde jetzt auch nicht ein Foto auswählen, das ist halt immer irgendwie komisch. Aber das kann man auch machen, also man kann halt ziemlich viele Schnappschüsse, wir können Einstellungslichter und wenn wir die halt so alle hier so was ich ganz schön setzen würden. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wie findet ihr den, also da wir ja nun einen Fotokurs sind, wenn man mit Tesacrep ganz viele Fotos irgendwo hinpappt? Also irgendwie so ganz quick and dirty ausgedrückte Making-ofs, wo ich ja von eurem Zeug das und... Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel an die Wand oder hier an so ein Tor pinnen würden, zum Beispiel. Das abfotografieren. Richtig. Und dann würden wir vielleicht auch noch mit dem Tape oder so einfach das schreiben. Finde ich das gar nicht schlecht. Ja. Dann können wir auch das hier noch, das können wir immer noch mitmachen. Ja, okay, warum nicht?
Einer, der so low glaubt, aus dem Vigo Mortimer, der hat sich so gut verkleidet. Das ist schwierig, dass er jetzt so irgendwie geht. Aber es ist okay. Ja, ich denke, wenn Jasmine war auch die Amis nicht die Guten sind und die anderen gut sind, dann ist das auch eine Sicherheitsnadel. Den Torso zum Beispiel habe ich auch komplett selber gemacht. Da habe ich mir einfach nur das Leder drauf gekauft. Ja, das ist und dann zusammengenietet. So, sowas dann gekauft und die kosten dann auch so ein paar. Das ist dann schon bei 70 Euro und sowas. Schon kein günstiges Hobby, ne? Nee. Was? Auch klar, so günstig wie Paintball, Fallschirmspringen. Erste Klasse fliegen. Thank you.